Fischen mit dem Unterwasserhund-Schleppsystem eignet sich vor allem dann, wenn ich zum Beispiel viel Verkehr an der Oberfläche habe oder einen starken Verschmutzungsgrad. Wie es jetzt mal gibt, nach einem Gewitter oder so, wenn Pech viel Holz reinbringen, ist das Ganze ein gutes System. Weiter ist es natürlich auch hilfreich, wenn ich genau die Tiefe kenne von den Fischen, weil ich in der letzten Zeit der gefangen habe oder weil ich irgendeine ausgebildete Sprungschicht habe. Das Prinzip ist eigentlich so, ich habe den Unterwasserhund, den lasse ich als erstes raus. Der zieht eigentlich vom Boot fort mit der Scherwirkung wie ein Oberflächenseehund. Sobald ich das System ausgebracht habe mit der Hauptschnurverbindung zum Seehund und den Zügeln, hänge ich das Blei ein und bringe das gesamte System auf die günstige Tiefe. Was es braucht dazu, ist einerseits so eine schwenkbare Tiefseerolle, wo ich eigentlich genau auf einen Seehund, also auf einen Unterwasserseehund, einstellen kann. Die muss eigentlich recht robust bauen sein, weil halt relativ grosse Zugkräfte vom ganzen System her wirken. Weiter brauche ich so einen Schwimmer, eben so einen Unterwasserhund, wie wir jetzt hier sehen. Der ist eben eigentlich dazu da, dass er vom Boot fortzieht. Die Hauptschnur, die ich spanne zum Unterwasserhund raus, dort hänge ich dann Zügel ein. Die habe ich am besten hier noch für eine Zügelrolle. Also so etwas macht eigentlich auch Sinn. Wenn das alles mal draußen ist, dann nehme ich noch ein schweres Blei. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein 4 Kilo Blei mit einem Bit Schnur dran, wo ich es gäbig handeln kann. Das dient mir eigentlich zum besseren Handling. Ja, das ist eigentlich alles, was ich brauche dazu. Und wie, dass man es ganz ausbringt, das zeige ich euch am besten jetzt gerade schnell. Du als erstes mal die Rolle vorbereiten. Ja. Dann kommt eigentlich hier, sehen wir eigentlich die Montage. Dann hänge ich den Unterwasserhund anhängen. Und er kommt eigentlich als erstes einfach mal ins Wasser. Und jetzt sieht man eigentlich schön, wie der gegen rauszieht. Und dann kann ich den einfach mal rauslassen, bis zum ersten Einhängepunkt, wo ich meinen ersten Zügel anhänge. Also das ist eigentlich alles noch analog von Oberflächenfischerei, wer das schon kennt mit Seehunden. Was es vielleicht zu sagen gibt, also Unterwasserhundfischen, das ist recht sensibel, weil eben so viel im Wasser ist. Da gibt es eigentlich relativ die Komponenten so zu wählen, dass sie wenig Wasserwiderstand haben. Also Montage, wie auch irgendwie welche Zubehör mit Karabiner und so, dass da nicht irgendwie grosse Hebelwirkungen entstehen und man irgendwie Materialverlust das würde erleiden. Auch hier, also ich mache dann den Zügel, mache ich eine Hauptschnur an. Da kommt nichts weiter irgendwie zur Besserkennung dran, oder so, wo wir ja möglichst eben geringen Wasserwiderstand für das Ganze rauszulassen. So, da habe ich einen einfachen Karabiner an meiner Montage. Und auch hier wieder, also eigentlich recht gemächlich rauslassen, einfach, dass der immer Zeit hat, für nachher zu korrigieren, den Unterwasserhund. Das ist einerseits jetzt beim Auslassen ein Thema, aber es ist sicher auch ein Thema, wenn ich nachher eigentlich mit dem Boot fahre, dass ich keine zu engen Kurven mache, keine speziell irgendwie Tempoverschärfung oder so. Es braucht einfach Zeit, das System. Ring einbauen und jetzt genau hier kommt das Blei
dran. Jetzt eben, wie vorher erwähnt, mit dieser Schnur, oder? Die ist jetzt genug lang, dass ich eigentlich das Blei am Boden sein lassen kann und hier schon einheichen kann. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich der Bit, ist jetzt ein bisschen dicker gewählt. Mal am Wasserwiderstand desto trotz, dass ich es wirklich gebig auflöpfen kann und dann eigentlich auch ins Wasser lassen. So. Also wir haben den Unterwasserhung ausgebracht, der zieht raus. Die Köder sind zwischen montiert. Und jetzt kommt eigentlich das Blei dran, das die ganze Montage eigentlich auf die Tiefe runterbringt. Jetzt lasse ich da mal runter. Und dann muss man halt wieder ein Moment warten und dann fällt der eigentlich an zu sinken. Wie vorhin erwähnt, es ist ein gewisses Träg, bis einfach all die Komponenten richtig im Wasser sind und den richtigen Zug entwickeln können. Aber dadurch, dass jetzt die ganze Montage eigentlich unter der Wasseroberfläche ist, haben wir keine visuelle Anzeige mehr, wo wir irgendwie sehen, wenn wir einen Biss haben. Darum gibt es hier eigentlich eine relativ feine Bremseinstellung zu machen, dass sie eigentlich den Biss auf der Rolle hören. Oder dass sie noch zusätzlich irgendwie hier unten eine Signalglocke reinhängen, wo man eigentlich den Biss mit dem Läuten anzeigt. Und sobald ich den Biss hatte, nehme ich das ganze System auf und in der Oberfläche sehe ich eigentlich nachher, an welchem Zügel dass der Fisch hängt. Wenn ich den Fisch nachher reinnehmen will, dann empfiehlt es sich wieder irgendwie den auf einen Drillstock zu nehmen. Der Drillstock hat hier die grossen Ringe, wo ich jeden Wirbel kann der Tür ziehen kann. Und dann kann ich den Fisch auf dem Drillstock einnehmen und föhmern. Zum Einnehmen ist das eigentlich ganz eine ganz komfortable Sache. Wenn ich jetzt einen Zug auf einen Unterwasserhung bringe, dann legt es an der Oberfläche ab und ich kann eigentlich ohne grosse Kraft das einnehmen. Vielleicht schnell sieht man, dass ich so eigentlich an der Oberfläche einsurfen. Und sobald ich wieder aufhöre, tut er sich eigentlich wieder im Wasser ausrichten. So, wir wählen gerne noch mal zum Schluss. Es ist eine sensible Fischerei, am Unterwasserhung Zeit geben, sei es beim Ausbringen der Montage oder Einholen oder auch beim Kurven machen. Und wie das ganze System schlussendlich funktioniert, ist halt ein bisschen abhängig von den gewählten Komponenten. Jetzt wünsche ich euch viel Erfolg beim Unterwasserhung. Einsetzen und Fisch fangen.